Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Heute habe ich mal ein kleines Zwischendurch-Video für euch. Und zwar dreht es sich dabei um das Lego Star Wars Magazin. Ich habe es mir mal für die momentan durchaus anstrengenden Corona-Zeiten, die uns ja leider zu Hause so ein wenig fesseln, besorgt und will es euch einfach mal zeigen, was man da so hat und was man erwartet. Das ist halt das Magazin, kostet 3,99 €. Man hat ein kleines Modell immer mit dabei oder eine Minifigur. In diesem Fall ist es halt ein kleines Modell von der Darth Maul's Sith Infiltrator mit 34 Teilen in einem Polybag. Da haben wir das Magazin und dazu bekommt man noch Trading Cards von Ninjago. Die packe ich nicht aus, weil die interessieren mich gar nicht. Deswegen packe ich die zur Seite und zeige euch auf jeden Fall nur den Bau dieses Sith Infiltrators. Ja, das Magazin ist natürlich ein bisschen für Kinder gedacht. Ich persönlich finde die Comics echt ganz witzig. Da haben wir den Bauplan. Da werde ich gleich anfangen. Und ich zeige euch nochmal im nächsten Heft. Sehr cool, freue ich mich drauf, werde ich mir holen. Kommt ein Elite Praetorian Guard. Cooles Poster, auch von der bösen Fraktion, ups, ich versuche es mal anders zu zeigen, bekommt man ein richtig cooles Poster. Man sieht es leider nicht, weil es noch im Heft drin ist, so richtig gut, komplett. Aber das finde ich schon ziemlich geil, das sieht gut aus. Vielleicht kann ich euch das ja mal hier zeigen, da kann man es ganz gut sehen. So, das sind die beiden Poster. Die sind echt genial, muss ich echt sagen. Gut, so viel zum Magazin. Das sollt ihr euch ja, wenn, dann selber angucken. Ich werde jetzt mal diesen Polybag öffnen und dann zeige ich euch das ganze Teil, wie es zusammengebaut wird. Und wie es am Ende aussieht. Da haben wir das gute Stück. 34 Teile an der Zahl. Ich sag mal so, es ist optisch jetzt nicht der Mega-Hingucker, aber es sieht schon echt okay aus. Witzig ist halt die Funktion der Flügel, die man dann halt verstellen kann, wenn man es nicht abreißt. So. Ja, die hängen natürlich ungünstig dran, dass man sie immer etwas abreißen kann. So, da haben wir es. Sieht schon ganz witzig aus. Auf jeden Fall, vielleicht um die Kinder zu Hause zu beschäftigen und ein bisschen was zum Bauen mitzubringen, ist das schon eine nette Sache. Ich hoffe, das Video hat euch wenigstens gefallen, als kleines Zwischendurch-Bonbon mal etwas anderes zu sehen. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit diesem kleinen kurzen Video. Mittwoch, Donnerstag gibt es natürlich ein weiteres Video. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Es könnte sein, dass ich mal was Altes mache. Könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr es vielleicht sehen wollt in die Kommentare. Das hier. Ein älteres Set, was ich mir besorgt habe. Ich finde die Figuren richtig gut. Und ich werde vielleicht dieses Video machen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Besonders vom Sternzerstörer, wie es weitergeht. Macht die Glocke dafür an und schreibt mir gerne was in die Kommentare, wenn ihr irgendwas gerne mal sehen möchtet oder Verbesserungsvorschläge habt oder mal, keine Ahnung, irgendwelche Anregungen habt. Und dann sage ich auch schon wieder, Noppensteinstube sagt Tschüss und bleibt gesund.